Hallo, hier ist wieder Gunilla Göttlicher mit den Quintessenzen eines Lebens. Und ich habe wieder eine Geschichte mitgebracht, die mich ja auch ganz persönlich sehr angeht. Das ist die Geschichte von Frau Thule. Frau Thule war Finnin und ich glaube ursprünglich auch mal eine sehr starke Frau, eine Frau, die ihren Mann auch in ihrem Berufsleben gestanden hat und sehr autark in diesem Leben war. Ich habe Fotos gesehen, wo sie, wie ich finde, fast ein bisschen überirdisch schön war. Ich sag mal, Lederklamotten trug, eine große Brille, rote Lippen und wirklich eine, ich sag mal, fast schon überwältigende Erscheinung, eine Schönheit. Ich habe in den Gesprächen mit ihr herausgehört, dass sie, ich sag mal, dieser Rolle, die sie auch in diesem schön zurechtgemachten und auch in der Rolle in ihrem beruflichen, und das war so, ich sag mal, auch eins, zwar sehr aufgegangen ist, aber auf der anderen Seite sich selbst fast verloren hat und diese Rolle, die sie kreiert hat, eine zu große, ich sag mal, Bedeutung gegeben hat. Als ich sie kennenlernte, hatte sie keine Schminke im Gesicht. Und die Haare waren nicht hochgesteckt. Und sie war ganz pur. Ganz pur sie selbst. Sie hatte blaue Augen und für ihr Alter eine sehr schöne, zarte Haut. Ein ganz zartes Gesicht auch, also ganz, ich sag mal, ein bisschen androgyne Züge. Und sie rührte mich sehr an, so wie sie da so war, in ihrem Pursein. Bei mir durfte sie, glaube ich, so sein, traute sich das. Und erzählte mir von ihrem Finnland. Frau Thule kam aus Finnland. Und ich habe hier auch zwei Gedichte gefunden. Das eine hatte ich hier damals auch vorgelesen auf Deutsch und auf Finnisch. Hatte dazu auch ein Geräusch angemacht. Das möchte ich gleich auch lesen und dann auch ein bisschen mehr anklingen lassen. Aber Frau Thule hätte sich am liebsten einfach nur Finnin und damit glücklich sein lassen. Nicht in dieser großen, imposanten, fast überwältigenden Schönheit und Rolle als Grande Dame der Gesellschaft, sondern vielleicht und einfach pur und einfach sein lassen. Ursprünglich und sehr Finnin.
Sie erzählte mir zum Beispiel, sie hat so goldige Sachen gemacht, auch als Kind, auf den finnischen Seen, auf ihrem Ruderboot. Hat sie zum Beispiel dann eine Seerose in die Hand genommen und jemand ist weitergerudert und sie hat diese Seerose dann gehalten und irgendwann hat die Seerose sich dann auch so abgerissen, ja, in der Bewegung und dann hatte diese Seerose einen langen, beweglichen Stängel und die Seerose war zum Beispiel gelb und dann hat sie die Blätterchen abgemacht. Und was dann in der Mitte übrig blieb, war so eine Schweinsnase. Und solche Geschichten, die so sehr ursprünglich und sehr glücklich waren, hat sie mir erzählt. Sieben Tore. Durch sieben Tore kam ich. Und an jedem forderte der Wächter mir etwas ab. Meinen Schleier, das Halsband, die Armreifen. Mein Haar ist entblößt. Die Hände ohne Ringe. Nur meinen Schatten habe ich noch, der vor mir geht. Und sich ruhlos bewegt und der das Gesicht dir verdüstert, wenn ich mich nahe. Du Mächtiger, der du mich riefst durch sieben Tore und Riegel, sag, kannst meinen leichten Schatten du aufheben? Und ihn hinter die Fersen mir legen? Ja. Jetzt möchte ich ein Gedicht lesen. Auch von einem Finnen. Viljo Kajava heißt er. Und das Gedicht heißt Lass uns langsam rudern. Lass uns langsam rudern, damit nicht die kleinen Wesen unter den Gräsern erwachen. Lass uns langsam rudern, damit die Feder am Nestrand nicht zittert. Lass uns langsam rudern, wenn meine Finger über dein seidenes Blumenkleid gleiten, so sacht, dass das schwere Lied des Mondes sich kein Mal bewegt. Soutakaamme hiljaa, eteivät pienet olennot ruoanlehtien ala herää. Soutakaamme hiljaa, ettei pesen riunalle jennyt höyheän värehtää. Soutakaamme hiljaa, sormieni
hyveellessä. Silki kukaista hamitaasi niin hiljaa, ettei kuun raskaas selme luomi verehtekään. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Geschichte.